Herr Präsident, meine Damen und Herren! Zweifelsohne, das Thema Wohnen ist so wichtig, dass ich gerne die Gelegenheit nutzen würde, dazu noch einmal zu sprechen. Erstens, und da sind sich ja viele immer einig, zumindest mal rhetorisch, Wohnen ist die soziale Frage unserer Zeit. Zweitens aber, Schwarz-Grün versagt seit Jahren kläglich daran, diese Probleme zu beheben. Wir haben Mietenwahnsinn, wir haben Wohnungsnot, und Schwarz-Grün unternimmt nicht genug, um diese wirksam zu bekämpfen. Und das wird auch in diesem jetzt vorgelegten Doppelhaushalt deutlich. Unter den Bedingungen der aktuellen Krise ist das, was Schwarz-Grün da macht, eben einfach nur ungenügend. Und es gibt so viele Quellen, wo man die Situation am Wohnungsmarkt sich noch einmal vor Augen führen kann. Ich will Ihnen hier noch einmal Sie daran erinnern, den Frankfurter Wohnungsmarktbericht für die Jahre 2019, 2020, der ist letzte Woche erschienen. Da sollte man mal reinschauen. Da sehen Sie, wie dramatisch die Zahlen sind. Und nicht zuletzt hat auch der Hessische Rundfunk ja vor kurzem berichtet über die Situation der Studierenden, die verzweifelt eine bezahlbare Wohnung suchen. Also Zahlen und Probleme, die gibt es genug. Der Mangel an sozial gebundenem Wohnraum, der ist schon seit Jahren ein großes Problem. Bestands- und Angebotsmieten, die steigen immer weiter. Kein Wunder. Es gibt ja auch keinen bundesweiten Mietendeckel. Es gibt keine wirksame Mietpreisbremse. Aber jetzt, wo auch noch die Energiepreise und wo die Nebenkosten insgesamt steigen und durch die Decke gehen, da ist es doch wirklich deutlich, wir brauchen einfach mehr dauerhaft sozial gebundene Wohnungen. Und jetzt kommen wir zu dem, was die Landesregierung da macht, nämlich zuletzt ein paar kosmetische Korrekturen am Wohnraumfördergesetz. Alle Anzuhörenden waren im Gesetzgebungsprozess der Meinung, das wird alles nicht reichen. Jetzt schreiben Sie wieder ein paar schöne Zahlen in den Haushaltsplan, verkünden vermeintliche Rekordsummen. Das Problem aber ist, dass Ihre Rechnung ja jedes Jahr für Jahr nicht aufgeht. Zum einen reichen die 1.000 Wohnungen, die Sie da reinschreiben, nicht, die pro Jahr geplant sind. Die sind zu wenig, um den Bedarf auch nur ansatzweise zu decken. Und zum anderen ist ja unter den aktuellen Bedingungen auch völlig unklar, ob sogar diese wenig ambitionierten Ziele überhaupt erreicht werden. Denn wir haben es jetzt mit explodierenden Baukosten zu tun. Es war schon in der Vergangenheit ein Problem. Es wird jetzt also nicht besser werden. Und während der Minister dann irgendwelche Rekordsummen verkündet, da sagt die Bau- und Immobilienwirtschaft schon jetzt einen Rückgang bei Neubauprojekten voraus und auch im geförderten Wohnungsbau. Und auf all diese Probleme gibt es überhaupt keine Antwort von dieser schwarz-grünen Landesregierung. Und deswegen zeigt das ja auch, dass das gesamte Problem der sozialen Wohnungsförderung wird jetzt hier noch einmal deutlich. Es werden zwar einerseits irgendwie Fördergelder verteilt, aber im Gegenzug werden sich nur sehr kurze Bindungsdauern gesichert. Und da sind wir nach wie vor der Meinung, dass Geld wäre sinnvoller da eingesetzt, nämlich bei öffentlichen und genossenschaftlichen Wohnungsunternehmen, um dauerhafte Sozialbindungen auch zu erreichen, so wie es etwa in Wien gang und gäbe ist und auch ein Erfolgsmodell gewesen ist. Das, was wir hier in Deutschland, was wir auch in Hessen machen, das trägt nicht für die Zukunft. Bei dem Klimaschutz und energetischen Sanierung ist das ähnlich. Hier brauchen wir, wenn wir die Klimaziele erreichen wollen, wenn wir die Sanierungsquote erhöhen wollen, dann werden wir deutlich mehr finanzielle Mittel in die soziale Wohnraumförderung insgesamt bereitstellen, um dann auch energetische Optimierung hinzubekommen. Aber am Ende will ich Sie dann doch auch noch einmal an Ihre eigenen Ziele im schwarz-grünen Koalitionsvertrag erinnern. Ihr Ziel war, den Wohnungsbestand der nassauischen Heimstätte auf 75.000 Wohnungen zu erhöhen. Das, meine Damen und Herren, das haben Sie nicht geschafft. Auch der Wohnungsbaubestand der nassauischen Heimstätte stagniert seit vielen Jahren. Und wenn dort energetisch saniert wird, was wir durchaus begrüßen, wälzen Sie noch immer viele Kosten auf die Mieterinnen und Mieter ab. Und das darf nicht sein. Klimaschutz muss sozial sein, damit er auch die Akzeptanz der Mieterinnen und Mieter hat. Und ein Punkt, der ja in den Beratungen gestern auch eine Rolle gespielt hat, ist, wie viel Geld muss das Land in die Hand nehmen, um sich an dem
sogenannten Entlastungspaketen des Bundes zu beteiligen. Hier kommt Wohngeld auf das Land Hessen zu. Die Kommunen sagen schon jetzt, das wird den Menschen wenig bringen, wenn in den Kommunen kein Personal da ist, um überhaupt die Wohngeldanträge zeitnah zu bearbeiten, damit die Menschen das Geld auch bekommen. Auch hier gibt es Anforderungen an das Land. Davon findet sich im Haushalt wenig und auch nicht in dem vorgestellten Krisenpaket. Deswegen notwendig ist eine konsequente Wohnungspolitik für die Mieterinnen und Mieter, in denen alle Maßnahmen auch wirklich in Angriff genommen werden. Dabei versagt Schwarz-Grün auch mit diesem Haushalt. Und daran, wir werden weiter dafür kämpfen, dass es eine andere, eine wirklich soziale Wohnungspolitik in diesem Land gibt.